Hey guys, welcome to a new video. Heute habe ich ein Get Ready With Me für euch. Und zwar mache ich mich einfach fertig, zeige euch nachher ein Outfit, mache meine Haare heute auch ein bisschen anders und ja, werde anschließend ein paar Bilder machen. So, ich habe gerade mein Gesicht gewaschen. It's completely clean and dry. Und weil mein Face gerade richtig dry ist, werde ich jetzt so Augengel-Pads drauf machen. Ich habe mir richtig viele von DM geholt. Und zwar werde ich heute dieses Golden Glow Augengel-Pad benutzen. Ich finde das so schön moisturizing. Und dabei werde ich mein Make-up machen. Und die sind so moisturizing. Like, do you see the glibberness? Ich packe die mir einfach hier so drauf und oh, das kühlt einfach so geil. Like, wenn ihr Augenringe habt oder trockene Augenstellen, dann hilft euch das auf jeden Fall. So, Skincare benutze ich wie immer und ich muss das auch neu bestellen, sehe ich gerade, weil es ist schon leer. Benutze ich wie immer Ascorbic Acid von Ordinary natürlich. Und anschließend benutze ich Sacrylic. Ihr kennt das schon, Leute. Ich benutze nichts Neues, nichts anderes, weil ich denke mir so, man braucht echt nicht viel Skincare. Und zu viel ist natürlich auch nicht gut für die Haut, weil die Haut nie weiß, so, also die Haut sich immer wieder neu einstellen muss auf neue Produkte. Und ich liebe zwar Produkte austesten und sowas, aber bei Skincare, girl. Nachdem ich das gefunden habe, was mir, also was halt meiner Haut gut tut, bleibe ich da auch. So, vielleicht probiere ich so ein, zwei weitere mal aus. Aber momentan bin ich echt zufrieden mit my skin. Ich werde jetzt eben meine Augenbrauen machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich glaube, dann mache ich weiter mit meinen Haaren. Weil ich die auf jeden Fall pinnen werde. So, ja, wir sehen uns gleich. Augenbrauen sind done. Und jetzt mache ich weiter mit meinen Haaren. Warte, ich mache erstmal die Pads ab. Und klopfe so den Rest rein. Ich habe mir die Tage einen Mittelscheitel gemacht, Leute. Also es ist dieselbe Wig, die ich vorher getragen habe. Nur ich dachte mir, ich ändere mal den Scheitel und habe jetzt einen Mittelscheitel. Das ist auch schon auf TikTok mal gezeigt, weil ich finde, wenn man die Haare hochpinnt, dann halten die Locken einfach viel länger und sind viel bounciger. Und ich zeige euch das mal hier auf YouTube jetzt auch, wie ich das mache. Also ich benutze von Remington diesen Lockenstab. Und ihr braucht auf jeden Fall so, ja, solche Dinger, damit ihr so die Locken damit befestigen könnt. Und ich fange jetzt hier hinten einfach mal an. Nimm eine Strähne. Und curle ganz normal den Part. Ich curle immer weg von meinem Gesicht, damit es einfach ja, bounciger aussieht. Achso, übrigens, ich habe den Lockenstab auf 210 Grad. So, das ist jetzt hier meine Locke. Und wenn ihr die direkt fallen lasst, dann droppt die einfach viel, viel schneller. Deswegen nehme ich jetzt hier so eine Klammer. Befestige damit einfach die Locke und dann kühlt die richtig chillig ab und bleibt dann auch in der Form, wisst ihr? Weil, wie gesagt, wenn ihr die einfach droppen lässt, dann fällt die viel schneller und ihr habt eigentlich kaum was von euren Curls. Und wenn ihr das halt so macht, dann halten die einfach viel länger, sehen einfach viel bounciger aus. Und wenn ihr dann noch Haarspray reinmacht, dann ist es perfekt. Ich mache jetzt eben meine restlichen Haare und dann zeige ich euch gleich, wie ich den Frontpart mache bei einem Mittelscheitel. So, ich habe alles fertig gecurlt, as you can see. Und jetzt ist nur noch der Frontpart übrig, den ich jetzt zusammenkämmen werde. Damit man halt diesen schönen Bang hinbekommt, der so richtig schön bouncy aussieht, werde ich einfach hier so die Haare einfach so curlen. So. Und ja, so bis zum Auge werde ich das hier abmachen. Festhalten. Und mit einem neuen Pin befestigen.
und es einfach so hier drüber legen, so lange, und auskühlen lassen. Und danach wird das einfach so schön aussehen, dieser Bang. So yeah, dann machen wir jetzt weiter mit meinem Make-up. Wir machen ein easy Make-up, a very easy Make-up. Ich werde heute für meine Foundation von NARS, what is happening? Jetzt muss ich meinen Kopf runter machen. Von NARS, New Radiant, New Caledonia werde ich benutzen und Namibia. Die beiden mische ich immer sehr gerne zusammen, weil ich irgendwie immer noch nicht meine Farbe gefunden habe. Und ja, das werde ich jetzt erstmal auftragen. So, ich wollte heute Bilder machen und es ist einfach bewölkt. Weißt du, da entscheide ich mich einmal, Bilder zu machen. Aber vielleicht kriegen wir ein paar Bilder hin, mal gucken. Ich meine, es ist auch relativ früh. Wir haben gerade mal, wir haben gerade mal 13 Uhr. So, vielleicht kommt gleich so ein bisschen die Sonne raus. Weil gestern war richtig schön die Sonne draußen. Heute dann nicht, ne? Ja. So, für Concealer benutzen wir mein All-Time Favorite, Born This Way, in der Farbe Chestnut. Like this. So, und das lasse ich dann auch so ein bisschen trocknen, also so einwirken, keine Ahnung. Weil das sieht einfach so nice aus, wenn es so getrocknet ist und irgendwie gibt es mehr Farbe dann ab, als wenn man das direkt verblendet. So, ich werde jetzt ein bisschen warten. Dabei mache ich einfach mal weiter mit meinem Contouring. Und von meinem Contouring benutze ich von Anastasia Beverly Hills auch Chestnut. So sieht das aus. Und mein Pinsel von Zoeva. Und trage das hier so auf meine, ja, auf meinen Wangenknochen, auf meine Stirn. So. Und ich verblende das noch nicht so komplett, sondern trage es erstmal so grob drauf, weil ich ja eh mein Concealer noch verblenden muss. Und ja, das verblende ich dann einfach irgendwie so zusammen. Okay. Und ich finde, so geht das Make-up einfach viel, viel schneller. Also vor allem, wenn man so in the rush ist, kann man das alles zack, zack, zack machen. Dann benutze ich hier einen Schwamm von Douglas und fange jetzt an, meinen Concealer zu verblenden. Eigentlich lasse ich es sogar noch länger trocknen, but we got no time. So, deswegen mache ich das einfach jetzt. So, like this. You see the finish. Es ist einfach, ach, ich liebe diesen Concealer, wirklich. Der ist eine 10 von 10, okay? Wow, es wird immer dunkler, like, das regt mich gerade so ein bisschen auf. Ich entscheide mich einmal. Oh Mann. This is so frustrating. Also es ist irgendwie bewölkt. Es ist noch hell, aber irgendwie auch nicht. I don't know. So, das war's mit der Base. Dann benutze ich natürlich mein all-time favorite Baking Powder. Huda Beauty natürlich in Kunafa. Und Pat McGrath in Chestnut, glaube ich auch, oder? Was ist das? Ne, das ist Medium 3. Medium 3. Und es ist fast leer. Ja, okay. So, dann benutze ich hier einen neuen Schwamm. Und das ist wirklich ein Magic Moment, weil hiermit wird mein Make-up erst flawless. Es sieht dann einfach nur beautiful aus. Ich mache jetzt mal so zwei Punkte oder zwei Striche. Und dann verblende ich das gleichmäßig nach außen und wieder nach innen. Oben und unten. Kreiere auch so ein bisschen auch mein Nasencontouring. Genau. So an meine Nasenwand. Und dann verblende ich das einfach so nach außen. You see it? Und ich drücke das halt die ganze Zeit in meinen Concealer rein, bis das ganze Produkt sozusagen verteilt ist und es fast unsichtbar ist. So. Und dann mache ich das hier auf der Seite auch. So, for the contouring, also meinem Contouring Powder, benutze ich ganz oldschool hier von MAC, Shadowy Lady,
Füllnorm. Und ja, trage es über meinen Cream Contour auf. Es ist ein richtig schönes, dunkles Contouring, womit man richtig gut definieren kann. Und ich trage es auch immer so ein bisschen an meine Lace, damit es einfach verblendet aussieht, so mein Make-up. Like this. Perfekt. Dann mache ich wieder meine Combo für My Eyes. Und zwar benutze ich von Huda Beauty die Obsession Palette. Das ist die Obsession Palette. Die beiden Farben hier, die dunkle und diese orangene Farbe, trage ich immer hier in meine Augenpartie ein. Und je nachdem, wie dunkel ich mein Make-up haben möchte, benutze ich dann immer diese dunklere Farbe. Heute will ich so ein Mittelding. Und ich verblende das halt immer so nach außen. Like this, damit das so ein Cat-Eye-Wirkung hat. Und was ich auch mache, damit ich auch so ein bisschen meine Nase dabei konturiere, ist, ich trage die Farbe so ein bisschen hier in diese Innencorner. Wisst ihr? Nicht zu viel, aber so bis zum Auge, also bis zu dem Innencorner-Auge, trage ich das auf. Und damit konturiert ihr auch schon euer Gesicht und eure Nase. Hier einfach so ein bisschen runter und dann wieder außen. Like, I hope you see the difference. Okay, jetzt habe ich natürlich Wimperntusche aufgetragen, obwohl ich mein Dings noch nicht verblendet habe. And the sun is coming. The sun is coming out. Perfekt. So, wir machen dann einfach mal weiter mit meinen Haaren, bevor ich mein Make-up nochmal verblende. So, ich werde einfach hier diese ganzen Pins oder ja, diese ganzen Klammern rausnehmen. Und as you can see, die Haare sitzen schon ganz anders. Die sehen richtig bouncy aus und die stehen, wisst ihr? Die stehen einfach richtig und sind nicht gedroppt. Das ist das Wichtigste daran. The sun is coming out. I'm happy. Okay, und hier vorne dann auch. So. Seht ihr, wie das so vorne jetzt so ist? Ja. Wow, the sun is now showing. Okay, wir sehen dich. So, was ich jetzt mache, ist, ich brauche eine Bürste. We got it here. Ich bürste die Haare ganz langsam aus und den Frontpart auch und werde den direkt so richtig hinlegen. Like these. So. Und je nachdem, wie man das halt mag, wenn man halt richtig tighte Curls mag, dann kann man das auch so lassen. Aber ich mag das immer so, wenn die Curls so ein bisschen droppen. Ich lasse die aber auch noch ein bisschen tight, weil ich will ja für meine Bilder, dass die gut aussehen. So, as you can see, the bangs are banging und die Haare sind bouncy. Okay, so das ist mein Trick 17. I love it. Ich habe bis jetzt, also wie gesagt, ich lasse es jetzt ein bisschen tighter dran und nachher, wenn ich dann meine Bilder mache, kämme ich die noch mal so ein bisschen aus und yeah, I love it. Okay. So, Lippen-Combo. Ich brauche meinen Lippenstift. Lippen-Combo nutze ich einfach nur einen braunen Liner, einen braunen Lipgloss. Oh, hier habe ich irgendwo ein Haar. Um so ein bisschen Definition reinzubringen. Und jetzt verblende ich auch mein Setting Powder, Finished Make-up, Finished Hair. I love it. So, ich suche jetzt eben ein Outfit raus und dann zeige ich euch, was ich anziehe. Okay, Leute, I'm done. Das ist mein Outfit. Don't mind the mess at the background, sorry. Aber das ist mein fertiges Make-up, meine fertige Haare, mein Outfit. Einfach ein Stunny-Top von Pretty Little Thing, lang am Oberteil. Und die Hose von Naked. Dazu werde ich diese Tasche kombinieren von Zara. So, guys, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye, guys!